So, Kamera läuft. Es geht weiter. Bist du soweit zufrieden? Mhm. Jetzt läuft meine Nase. Kannst du das abschneiden, wie ich meine Nase hochziehe? Meine Nase ist geputzt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Kagel-Video. Es ist mal wieder soweit. Die liebe Simone stellt heute ihren wunderschönen Audi vor. Ich entschuldige mich schon mal für eventuelle Windgeräusche. Wir filmen heute nicht mit unseren Ansteckmikros, was sinnvoller gewesen wäre, weil Simone redet manchmal ein bisschen leise. Ist aber nicht so schlimm, kriegen wir hin. Weil wir haben nämlich wieder das Richtmikro drauf, aber wir filmen das für euch natürlich trotzdem ordentlich. Erstmal, bevor wir zu deinem Audi kommen, kannst du dich kurz einmal vorstellen, wer du so bist und was du so Schönes machst? Ich bin die Simone, bin 24 Jahre alt und von einem Audi A3. Und kommt auch ursprünglich aus Regensburg? Ja. Komm, da ist dein wunderschöner A3. Mädelsausfahrt einmal kurz mit dabei. Da hast du ihn ja einmal kurz vorgestellt. Dann habe ich die Simone gefragt, ob sie ihn noch mal gerne in einem einzelnen Kagel-Video vorstellen möchte. Ist es dein erstes Auto, quasi dein allererstes Auto, nee, was du hattest? Ich habe davor einen A3 gehabt, also den gleichen, bloß als Vorfacelift. Habe damit aber einen Unfall gehabt und habe dann den gehabt. Aber einen schlimmen Unfall, wo dir was passiert ist, oder? Meine Wirbelsäule war verstaucht, aber sonst nichts Schlimmes. Also Auto war total schaden. Ach scheiße. Ja, aber. Und das war quasi dann das Vor-Facelift und dann hast du gesagt, ah, ich finde das Auto so cool, du nimmst dann den Facelift, das Facelift-Modell. Ja. Ja, erzähl mal, wie sah er denn, oder wollen wir erstmal darauf eingehen, was ist das überhaupt für ein Auto, welches Baujahr ist er? 2011, Audi A3 8P, 1.8 TFSI, 160 PS. Wie viele Kilometer hat er jetzt schon drauf? 80.000. Das ist aber okay. Ja. Das ist wahrscheinlich dein Altersauto, den du immer bewegst. Nee. Sommerauto? Ja, ich habe bis letztes Jahr habe ich den komplett daily gefahren. Habe mir aber letztes Jahr im Oktober dann einen Golf gekauft. Ah. Und den fahre ich jetzt daily und den als halt nur schön Wetter, ja. Schön Wetterfahrzeug. Ja. Wie sah der vorher aus? Weil jetzt ist ja doch schon einiges passiert. Ich kenne ihn nur in Schwarz. Bei der Mädelsausfahrt habe ich ihn ja dann das erste Mal foliert gesehen. Also erstmal richtig, ich finde die Farbe immer noch mega geil. Ich weiß nicht, ob die auf der Kamera so schön rüberkommt, aber ich mag diesen Glitzer-Perlmutt-Effekt halt mega. Also echt schöne Farbe. Sparkling Sand. Von welcher Firma ist das? Avery. Vor allem sieht man es auch nicht oft. Nee, also ich habe die Farbe noch nie gesehen. Wie bist du auf die Farbe gekommen? Hattest du die vorher schon so im Kopf? Nee, oder gar hast du nicht. Irgendwie was im Kopf? Ich habe das auch vorher, wie gesagt, noch nie gesehen. Und habe in Instagram dann geschaut und habe beim Folierer dann einfach die Karten durchgeschaut. Und dann hat mir das eigentlich mit am besten gefallen. Und da ich am Anfang jetzt, weil der war halt davor schwarz und von schwarz dann gleich auf irgendwas Krasses wollte ich jetzt nicht. Und jetzt habe ich eher mal was Dezenteres. Hätte jetzt zwar so gedacht, vielleicht bei dir dann doch eher so ein bisschen in die Mädchenrichtung? Ja, kommt noch. Kommt noch? Kommt noch. Also sind wir mal gespannt. Der Grill, ist der original so? Nee, das ist ein RS-Grill-Nachbar. Also das waren aber auch zwei Einzelteile. Also der Grill war einzeln und das mit den kleinen war auch einzeln. Ah, quasi habt ihr das dann zusammen gesteckt. Ja. Vorne sehe ich noch eine Lippe. Ja, nächsten. Ich finde, die passt gut zur Front. Ja, vor allem, weil ich halt jetzt versucht habe, einfach schwarz, glanz und matt Felgen mit der Farbe zu kombinieren. Hattest du schon mal Probleme so mit der Höhe? Oder? Ja. Ja, weil das ist doch schon ganz schön tief, ne? Ja, sie war es kurzzeitig mal so weit, dass ich gemeint habe, die ist weg. Aber ist Gott aber sei Dank ist dran. Ist noch, ich meine, die haben eh so robuste Lippen, dass wenn du mal aufsetzt, ist es jetzt nicht so schlimm. Da gibt es so ganz komische Nachbauten, da reißt du dir unten das Unterteil ab, dann fängt das an zu flattern.
Ach so, ja. Und dann geht's kaputt, aber die sind eigentlich immer mega, mega robust. Was hast du für ein Fahrwerk drin? Es gibt gepfeffert V1. Die gepfeffert, mit denen kann man auch extrem tief, tief fahren. Also da kommst du schon extrem weit. Also ich habe jetzt, glaube ich, sogar nur 5 cm Restgewinde. Echt? Ja. Oh, krass. Was sind das für Räder? Rotiform RSE. Waren die vorher schon in dem Schwarz? Nein, die sind eigentlich Silber. Aber mir hat das Silber zu der Folie nicht so gut gefallen. Und deswegen haben wir die jetzt umgedippt mit Dip. Wie heißt das auf Deutsch? Sprühfolie. Ja. Habt ihr das schon mal probiert? Also ich habe das noch gar nicht so angewendet. Habt ihr das schon mal probiert, ob das auch wieder so einfach runtergeht? Ja, wir haben eine Folge am Anfang glanzschwarz gemacht. Also da haben wir nur so einen Glanzdip mit drauf. War dann doch nicht so geil, wie wir gehofft haben, weil das irgendwie so ganz bröcklich und Struktur war einfach nicht so glatt, wie es jetzt da ist. Ja. Und das haben wir dann wieder runtergezogen, ist easy gegangen. Also du ziehst die dann quasi ab, also jetzt nicht mit einem Kescher irgendwie mit Wasser oder so, sondern einfach abziehen. Genau, ja. Ah, weil das wäre meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt da mit dem Fingernagel eine Zeit lang hinruppeln würde, dann könnte ich das wegziehen. Ah, okay. Aber jetzt sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel deine Felge kerschest oder so, dann... Gar nichts. Also ich kann mit der jetzt machen, so wie es, wenn es nicht gedippt wäre, fehlt sich gar nichts. Aber mit Felgenreiniger alles. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, dass wenn du vielleicht mit einem Dampfstrahler oder so drauf gehst, dass es sich dann vielleicht irgendwie löst oder so, aber... Nee, gar nicht. Also das ist ja echt krass. Ja. Weil es schaut ja auch echt gut aus. Es schaut jetzt aus, wenn du so nah dran bist, könnte es auch pulverbeschichtet sein oder ja, so. Ja, genau. Also aber das wollte ich eben nicht, weil ich gesagt habe, wenn die Folie nicht allzu lang oben bleibt und die Felgen dann wieder in Silber besser ausschauen, dann müsste ich es wieder umpulvern. Und so kannst du einfach das wieder abziehen und hast es wieder. Das war mir eigentlich wichtig. Nee, finde ich eine coole Idee. Also ich hätte bei mir, ich habe sowas noch nicht verwendet, aber mich hat halt mal interessiert, ob das halt so wirklich funktioniert, angepriesen wird. Echt? Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so gut dann ausschaut, dass man es gar nicht merkt. Aber ich bin froh, dass es so ist. Da sieht man auch noch, die Deckel sind jetzt nur Glanz. Die haben wir Glanz lassen. Das so ein kleiner Kontrast drin ist. Ja. Passt gut zum Auto. Dach habt ihr wahrscheinlich schwarz gelassen einfach. Ja, genau. Ja, das ist ganz normal Lack. Habt ihr sonst, hast du jetzt von außen, bevor wir nach innen überswitchen, übrigens jetzt für die Leute, bevor ihr wieder fragt, hier steht der Instagram-Name von der Simone. Also hier habt ihr wahrscheinlich auch mit dem Dip gemacht oder war das schon? Das ist ein gekaufter. Also der ist schwarz gekauft. Da haben wir einen kleinen Disput gehabt, weil mein Papa hat versucht, den auch zu dippen und wollte innen das Silikon ausfüllen, weil ich habe halt den alten noch gehabt vom Vorfolieren mit Silikon und dann einen Kleber drauf. Und auf dem Silikon hat der Kleber halt nicht mehr gehalten. Ja, da habe ich es nicht mehr anmachen können. Aber der Papa hilft dann bei dir auch immer? Nee, also... Ja, was heißt helfen? Er hat sich mal versucht. Ja. Er wollte nett sein und bei dir einen Gefallen tun. War süß, aber hat dann leider nicht so hingehört. Ja, schade. Aber der Wille war da. Ja. Herrlich. Wollen wir einmal unter die Motorhaube noch schauen? Ja. Können wir machen, ne? Da gibt's nicht viel zu sehen. Also am Motor... Sieht ziemlich illegal aus. Am Motor, also ihr habt quasi jetzt, da ist nicht viel passiert, du fährst noch mit der originalen Leistung, alles original. Genau. Hast du irgendwie vor, noch was zu machen? Weil ich glaube, so Ansaugung gibt es ja, glaube ich, für den auch, oder? Also ich habe schon noch ein bisschen was vor, eventuell eine andere Ansaugung und Sportluftfilter ist schon drinnen. Bist du jetzt eigentlich so, sag ich mal, jetzt mit dem Auto, so wie er jetzt gerade dasteht, schon zufrieden, wo du sagst, ja, okay, so kann er bleiben, oder hast du noch so irgendwie was im Kopf, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen? Also geplant wäre noch einiges. Ob ich das so mache oder ob ich einen Verkauf und was anderes kaufe. Also Wunsch wäre Breitbaum mit HLS und dann runter. Also quasi so mit rausschneiden oder nur jetzt zum Beispiel vom RS dann die Kotflügel anbauen? Steht alles noch in den Sternen. Also bist du da noch nicht so richtig sicher, was es genau... Also es könnte sein, dass es mehr so in die RS-Richtung geht oder es könnte auch sein, dass du sagst, okay, ich will mal was ganz Individuelles oder mal in den Breitbau gehen. Ja. Ja, cool. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn du... Ja. Wenn du da soweit bist und das Auto da soweit bist, können wir ja gerne nochmal ein Video drehen. Da könnte auf jeden Fall
gespannt sein. Du hast ja gesagt, du hast im Innenraum noch was. Ja. Ich habe noch einen Bügel von Bavarian Core Tuning. Die Farbe zum Beispiel passt, finde ich, richtig gut zu dir. Das sieht so aus wie so ein Baby. Ja, genau. Babyrosa. Das ist meine Lieblingsfarbe. Der schaut echt, also die Farbe schaut echt richtig, richtig süß aus. Könnte ich mir jetzt auch gut, aber auch von außen vorstellen, irgendwie bei deinem Auto. Gibt's aber nicht. Gibt's also, gar nicht? Wahrscheinlich Ami-Folie, aber die ist halt dann wieder so schlecht zum Verarbeiten. Aber zu deutsche 3M, Avery oder so, gibt's leider gar nichts. Habt ihr direkt, also du hast quasi schon nach der Farbe gesucht, aber es gab's nicht. Also ich habe schon geschaut, ob es sowas gibt. Es gibt natürlich solche Baby-rosa Farben, aber die sind mir dann wieder zu rosa. Hm. Und das ist halt, also der schaut so oft weiß aus, was ich halt irgendwie geil finde. Dass der nicht so krass gleich, wow, der ist rosa, sondern der ist rosa. So ein dezentes, so ein leichtes, zartes Rosa. Das finde ich auch echt schön. Hätte ich jetzt auch so, also ich könnte es mir schon gut auch dann noch von außen vorstellen. Ja. Hast du von im Innenraum noch irgendwie was geändert? Was ich auch immer geil finde, ist das abgeflachte Lenkrad unten. Ich habe noch am Auto gesucht mit dem Lenkrad. Also wirklich, ich wollte unbedingt das Lenkrad haben. Ich finde die, mir das so gut gefällt. Ja, ich finde die auch. Ich finde die richtig, richtig schön. Ich habe noch ein paar Fragen. Also ich hatte dein Bild bei mir auf YouTube gepostet und da konnten die Leute Fragen zu dir stellen. Und ich hätte jetzt gesagt, dass wir jetzt in die Fragerunde rein switchen. Gerne. So, starten wir mit der ersten Frage an dich. Woher kam die Leidenschaft für die Autos? Mein Papa und meine Mama haben Motorrad gefahren schon immer und daher halt einfach das Schnelle. War dann einfach quasi, hast du so mit in die Wiege gelegt bekommen? Ja, Autos nicht direkt, aber das Schnelle. Aber und mein Auto nicht so schnell ist, aber... Und deine Eltern fahren Motorrad, alle beide? Mhm. Cool. Bist du dann auch so ein Motorradfan oder eher so lieber Autos statt Motorräder? Ich habe einen Schein. Echt? Aber, ja. 125 Euro? Ja. Geil. Ich habe aber kurz bevor ich das Motorrad gekauft hätte, habe ich einen Autounfall gehabt. Oh. Und also mit dem Motorrad? Nee. Also du hattest nur einen Autounfall? Genau. Weil Motorradunfälle, die gehen meistens immer richtig schlimm ja, aus. Ja, Gott sei Dank nicht. Also ich habe noch kein Motorrad gehabt. War kurz davor, dass ich eins kaufe. Und dann hat halt der Papa auch gesagt, ja, mir wäre es lieber, wenn du kein Motorrad kaufst, sondern einfach bei den Autos bleibst. Ja, du bist ja auch so klein und zierlich. Ich glaube, wir haben Schwierigkeiten, da ein passendes Motorrad zu finden, weil wir etwas kurze Beine haben. Ja. Und dann sind die ja auch meistens alle noch ziemlich schwer. Dass wenn es kippt, dann musst du es ja auch noch halten können. Und genau, die Kawasaki KLX damals, da wäre ich runtergekommen, da wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Aber wie gesagt, ich habe mich dann auch irgendwie nicht mehr traut. Ich habe früher Pocketbike gehabt. Geil. Und mit dem habe ich aber auch 2 oder 3 Unfälle gehabt und dann habe ich mich einfach nicht mehr so dreht. Ja, irgendwann, wenn man dann so das Vertrauen, sag ich mal, so ein bisschen verliert, sollte man dann vielleicht auch einfach, wenn du fühlst dich dann einfach nicht mehr sicher. Ja, genau. Und dann ist es rum, dann hast du keinen Spaß mehr, dann ist es einfach nur noch ein Krampf und ich glaube, dann sollte man aufhören. Wie bist du auf diese Folienfarbe gekommen? Pink Sand for Avery. Ich bin drauf gekommen, weil ich die Karten durchgeschaut habe. Wir waren beim Folierer und ich wusste ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich will. Ich wusste bloß, dass ich nicht mehr schwarz haben will. Mhm. Und anfangs habe ich so an rosa, rosé gedacht. Mir war das dann zu girly. Mhm. Und habe mir gedacht, ja, für den Anfang erst einmal was Normaleres. Normal ist das jetzt auch nicht, aber was Normaleres und was halt nicht gleich so krass auffällt. Hattest du schon mal Probleme mit deinem Auto? Inwiefern? Wahrscheinlich, dass es mal irgendwelche Faxen gemacht hatte oder irgendwie gar nichts. Also ich habe das jetzt eigentlich nur immer Service gemacht, aber Reparaturen gar nichts. Auto? Also immer wirklich sagen, wow. Da gibt es zickige Autos, die da immer mal bei gefühlt allen immer mal Probleme machen. Ja, das stimmt. Hattest du schon mal Probleme mit der Polizei? Also Probleme gar nicht. Ich bin schon aufgehalten worden, aber die sind bei uns geschult auf Tuning, aber eigentlich alle komplett human, nett. Also ich habe jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Schraubst du auch gerne selber an dein Auto? Was heißt schrauben? Ich habe ja jetzt noch nicht so viel gemacht.
Und das, was gemacht worden ist, versuche ich natürlich zum helfen, was geht, aber dass ich jetzt selber irgendwas umbaue oder so, könnte ich nicht. Also da habe ich das Wissen nicht und aber du hilfst habe ich auch nicht die Kraft. Aber du hilfst, wenn irgendwas halt ansteht, hilfst du halt trotzdem gerne mit. Ja, natürlich. Also das, helfen, was, man, das, was geht. Ja, genau. Das, was man kann, kann man ja auch, sag ich mal, mit helfen. Da hat jemand geschrieben, ein wunderschönes Auto hast du. Dankeschön. Schönen Audi. Ja, da wären wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich schreibe euch alle Kanäle von der Simone Instagram-Kanal unten in die Infobox rein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut die auch gerne unten in die Kommentare. Dann würde ich mich an der Stelle verabschieden. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.